Hintergrund und vielleicht zur Erläuterung, neben dem lieben Gott sind es die Gärtner, die hier das Grün machen und das Grün geschaffen haben, und wir sind sehr stolz darauf, dass so viele Besucher gekommen sind und freuen uns ganz besonders, dass du der Gewinner bist, der 2 Millionen zu bist. Ich habe dir noch ein Buch für dich und deine Familie mitgebracht zur Liebermann-Ausstellung. Liebermann ist Ausstellung zurzeit in Bonn. Viel Freude, wenn Sie in diese Richtung kommen. Wir wünschen alles Gute, einen wunderschönen Tag hier auf der Boga, und natürlich auch freue ich mich, wenn Sie in Hamburg in 2 Jahren wieder da sind. Es wird feste gebaut, gebuddelt, und ich denke auch, da wird alles rechtzeitig fertig sein. Herzlichen Glückwunsch. Wir werden ihn wieder begleiten. Also ich bin sicher, die Frau Beermann wird dafür sorgen, dass zumindest für alle Familienangehörigen Eintrittskarten zur Verfügung stehen. Ja. Herr Merz. Ja. Ja, lieber Yannick, liebe Gäste, das ist schon überraschend, wenn man das hier sieht, und man sieht ihm so ein bisschen in den Augen an, mein Gott, was passiert denn eigentlich hier mit mir? Ich denke, Yannick, den Tag wirst du nie vergessen. Wer rechnet damit, dass man so einen jungen Besucher auf der Buga als 2 Millionen hat? Das ist was Besonderes. Ich habe ein ganz kleines Geschenk, mich spontan dazu entschieden. Du wirst sicherlich, wenn du heute mit deiner Familie über die Buga gehst, begeistert sein von dem, was so ein Berufsstand, was so ein Gärtner alles leisten kann. Und ich habe hier meine Visitenkarte, da steht hinten drauf für Yannick. Solltest du Interesse an dem Beruf des Gärtners haben, ob es Bahnschulbereich ist, ob es Produktion ist, ob es Gartenlandschaftsbau ist, du kannst mich anrufen, ich besorge dir die beste Lehrstelle, die es in Deutschland gibt. Das holt man an. Ja, meine Damen und Herren, als Vizepräsident des Zentralverbandes Gartenbau bin ich auf Aufsichtsratsmitglied, lieber Oberbürgermeister, und wir müssen uns einen großen Vorwurf ganz einfach gefallen lassen. Wir haben das falsche Motto gewählt. Wir haben gewählt, Koblenz verwandelt, ich kann mich an die Entscheidung erinnern. Den Vorwurf müssen wir uns gefallen lassen, es hätte heißen müssen, Koblenz ist belagert. Aber positiv belagert, meine Damen und Herren. Und liebe Presse, wenn der Geschäftsführer sich nicht wagt, eine Prognose abzugeben, ich habe da kein Problem mit. Ich sage Ihnen eins voraus, es werden noch viel mehr werden.